Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat überraschend 6 Ministerposten neu besetzt. Unter anderem tauschte Bolsonaro die Ressortchefs für Äußeres sowie für Justiz und Verteidigung aus. Mit der Regierungsumbildung reagiert der rechtsextreme Staatschef offenbar auf die zunehmende Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Pandemie. Neben vielen Bürgern wendet sich auch die Wirtschaft zunehmend von Bolsonaro ab. Besonders umstritten war zuletzt Außenminister Ernesto Araújo. Der treue Gefolgsmann Bolsonaros wird für die allerorten fehlenden Impfstoffe verantwortlich gemacht. Araújo hatte 2020 ein Angebot zur Lieferung von 70 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer zurückgewiesen. Damals erklärte Bolsonaro, das Vakzin könne jeden, Zitat, in einen Alligator verwandeln. Den Impfstoff aus China wiederum lehnte Araújo ab. Vor einer Woche hatte Bolsonaro bereits zum wiederholten Mal den Gesundheitsminister ausgetauscht.